Hallo Leute und willkommen zurück zu Warptorio. Und wir sehen hier, ich habe die Karte nicht aufgedeckt. Wir sind 90 Minuten auf dieser Welt. Und wir kommen da mit unserer Laserverteidigung ganz gut klar. Wir sind hier nicht auf einer Welt, die optimal ausgelegt ist für das, was wir wollen. Sprich, gute Ressourcenfelder, die haben wir hier einigermaßen. Das Öl geht uns aus. Aber wir haben ja im Keller auf der untersten Ebene die Möglichkeit, aus Kohle die nötigen Rohstoffe zu produzieren. Und wir haben letztes Mal haben wir uns damit beschäftigt, hier eine ordentliche Produktion für Eisen aufzubauen. Und in der heutigen Folge werden wir das weiter treiben, denn ich möchte hier eine ordentliche Produktion für grüne Schaltkreise, rote Schaltkreise und dann auch die blauen Schaltkreise aufziehen. Bin mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir weiterziehen, denn zumindest da unten, da geht uns die Munition aus. Und da wir ja neben den normalen Türmen Lasertürme haben, ist das Ganze nicht so tragisch wie auch schon. Also ich denke, ich packe hier zusammen, dann geht's zum nächsten Planeten. Und wenn der Planet günstig ist, werden wir dort länger bleiben. Sonst haben wir wahrscheinlich ein ähnliches Setup wie hier, wo wir einfach mal sicherstellen, dass wir ein bisschen ein Fortkommen haben. Wir sind auf einem Zwergplaneten gelandet, was bedeutet, die Ressourcenfelder sind nicht besonders groß. Wir haben hier auch etwas Wald. Ich denke, wir können da etwas daraus machen. Wir werden hier nicht ewig bleiben, aber dadurch, dass dann hoffentlich auch die Alien-Nester nicht allzu groß sind, sollten wir hier etwas mehr Raum haben, uns um unsere Weiterentwicklung zu kümmern. Was ich wahrscheinlich hier anschließen möchte, ist Öl. Wir brauchen großer Strommast. Hier hin. Und dann machen wir einmal so plus zweimal Laser und
eine Förderer mehr. Weil dann können wir da auch etwas Stein einlagern. Und... Zwergplanet, da wird wahrscheinlich nichts sein mit Öl, denn jegliche Ölfelder, die wir finden, sind wahrscheinlich so winzig, dass es sich nicht wirklich lohnt, die anzuzapfen. Aber dann führen wir das doch mal da nach drüben. Keine Fließbänder. Und wahrscheinlich kein Eisen. Okay. Die Forschung ist auch durch. Vielleicht machen wir hier weiter, denn ich möchte noch nicht die West-Plattform vergrößern. Da steht Kupfer drauf. Bevor wir da die Kupferverarbeitung im Keller gemacht haben. Aber hier diese 1000 Fläschchen Forschung, die wird uns ein Weilchen beschäftigen. Da bin ich mir sicher. Und dann... was wollt... Ah, ja. Okay. Das wird jetzt ein Weilchen brauchen, bis ich die zusammen gebaut habe. Aber dann kann ich ja schon mal hier runtersteigen und quasi dieses Setup hier kopieren. Ebene. Heißt, wenn wir hier ja, wir können es bis hier rausschieben. Wir müssen das Ganze so rumdrehen, dass wir den Eingang hier auf der linken Seite haben. Dann werden uns wahrscheinlich jede Menge Module fehlen. Okay. Untergrundbänder. Und die Module. Gut, dann mal schauen, was wir hier oben noch in der Kiste liegen haben. 50. Und was haben wir hier an Modulen 22 und 14. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Alles
Strom. Gut. Das heißt, hier hinten müssen wir dann eigentlich nur noch das Kupfer anschließen. Und dann machen wir da auf dieser Seite sowas hin. Und da kommen wir dann mit dem Kupferband raus. Und dann haben wir hier in der Mitte etwas Platz, um Stahl zu machen. Gut. Aber das Setup, das haben wir hier. Jetzt brauchen wir nur noch die fehlenden Module, müssen das Ganze anschließen. Haben wir wahrscheinlich auch nicht genügend blaue Bänder. Anzuschließen, ja. Aber das schaffen wir. Das ist mehr eine Frage der Zeit und der Ressourcen. Zumindest können wir jetzt schon mal hier den Stein reinbringen. Habe ich vielleicht ein paar Proteförderbänder übrig und hier fehlt es an Eisen. Ja, wie gesagt, jetzt ist es mehr eine Frage der Ressourcen. Nun, da wir gut Kupfer anlegen haben, ist auch die Chipsproduktion bereits besser, denn selbst wenn wir hier voll produzieren bei den Grünen, geht immer noch genug Kupfer durch, dass wir hier hinten auch rote Chips produzieren können, und das brauchen wir dann auch für die blauen. Ich habe mir etwas Gedanken gemacht, wie bringen wir das am besten unter, und kann ich mit diesem Layout irgendwo noch Beacons platzieren, so dass zumindest die äußeren Maschinen was abbekommen. Sieht aber nicht so aus. Aber wir haben ja hier in der Mitte diesen Beacon stehen, der den ganzen inneren Bereich abdeckt und auch etwas nach außen. Drum denke ich, ich werde zwei solche Module hier nebeneinander platzieren, und dann kann ich die grüne Produktion hier in dem Gang einmal platzieren und einmal in dem Gang. Und das sollte uns ausreichend Material geben. Aber wir sehen, die Forschung stockt, weil hier zu wenig Gleise ankommen. Es kommen zu wenig Gleise an, weil zu wenig Stahl durchgeht. Drum denke ich, als nächstes werden wir uns hier um den Stahl kümmern müssen, und vielleicht leiten wir da dann die Kupfer ganz außen rum, so dass wir hier in der Mitte aufzubauen.
und es wird das gleiche Setup sein wie hier. Nur, dass wir zuerst ein paar Schmelzen haben für Eisen und dann ein paar Schmelzen für Stahl dahinter. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir zu wenig Erze reinbekommen für das, was wir produzieren müssen. Drum denke ich, ist es an der Zeit weiterzuziehen auf einen Planeten, der unsere Bedürfnisse besser deckt. Und dann können wir auch hier mit der verbesserten Stahlschmelze weitermachen. Und das sollte uns erlauben, hier zu forschen, so dass wir dann vielleicht auch hier diese Forschung noch machen können, um den Factory Floor zu vergrößern. Wir brauchen dann einen größeren Harvester Floor und dann können wir die Chipsproduktion wie geplant hinstellen. Mit der Stahlproduktion hier unten auch umgebaut, bekommen wir etwas mehr Stahl raus. Es hapert hier noch am Input. Und hier können wir auch mit etwas mehr Geschwindigkeit wahrscheinlich noch etwas mehr rausholen. Nun aber kann ich mich dem Setup hier zuwenden, was wir hier so platzieren. Und ich denke, auf dieser Seite werden wir das Ganze Beta-Kissen reinpacken. Und dann hier kommt das ran. Haben wir. Und dann ziehen wir das hier so hoch und dann brauchen wir noch Strom. Sehr gut, der Fußboden ist fertig. Dann schauen wir doch, ob wir hier noch einen zusätzlichen Modulplatz bekommen. Jetzt können wir bis hier nach außen bauen. Das sollte uns genügend Platz geben. Wir brauchen auch einen weiteren Roboport. Ich denke, ich platziere mal das Ganze hier so um, wie es sein muss, dass wir dann am Schluss noch die blaue Chips-Produktion hier unten mit reinpacken können. Mit den grünen und den roten hier umgebaut, die Module, die fehlen noch, können wir uns nun auch überlegen, wie wir hier am besten mit den blauen umgehen. Wir das so machen und das hier mal den Ausgang. Dann brauchen wir einmal hier
Stellen wir das mal ein. Linke Schwebesäure bringen wir von unten ran. Dann hier. Da bekommen wir blauen Chips und hier werden wir die roten drauflegen. Machen wir gleich mal so 400 und dann brauchen wir hier lange Greifarme und etwas zum Rauslegen. Dann machen wir das vielleicht hier auf diese Seite. Und so dass wir hier das mal so machen können. Einmal verbinden. Jetzt ist schon wieder im Weg. Hier hinstellen. Das so machen. Haben wir hier Schwefelsäure. Dann können wir das so hinbiegen und das führen wir. Übrig. Wenn wir den Fließbänder hätten, weil ich glaube, die blauen, die müssen wir, oder die grünen. Die grünen Chips, die müssen wir mit dem Fließband rankarren. Sonst sind wir hier einfach zu langsam. Dann kommen wir hier ran und da müssen dann natürlich überall noch Produktivitätsmodule rein, damit das auch in einem anständigen Tempo vonstatten geht, denn hier unten, da sehen wir, da mögen wir nicht nach mit dem, was wir produzieren. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass hier zu wenig Kupfer durchkommt. Aber wenn wir überall, wo wir Kupfer verbrauchen, noch Produktivität ranbringen, dann sollten wir hier eine bessere Situation haben. Denn ich glaube, wenn wir unten schauen, ja. Da kommt ein volles blaues Band rein. Das heißt, wir könnten dann eigentlich hier auch auf blau updaten und etwas mehr Durchsatz haben. Aber ich muss eigentlich nur noch hier verbinden und wir haben
blaue Prozessoreinheiten hier im Keller und können dann automatisch auch die gelbe Forschung machen. Alles, was uns hier dann noch fehlt, sind die Flugroboter gestellt. Die kommen von oben, aber da brauchen wir ja nicht so viel. Und die Prozessoreinheiten brauchen wir für die gelben Fläschchen, aber auch hier für die Module. Und es kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis ich das fehlende Untergrundteil da habe. Machen es so lang wie möglich. Hier schon mal zwei Module rein. Und da haben wir es. Wunderbar. Das war's für diese Folge. Ich denke, bevor wir uns in der nächsten Folge sehen, kümmere ich mich noch darum, dass hier überall die Module auch ordentlich drin sind. Was vielleicht heißt, dass wir dann schon auf dem nächsten Planeten sind. Aber alles zu seiner Zeit. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!